Die Geschichte, aus der das Wort heute kommt, kannte ich vorher noch gar nicht. Ich habe also mal nachgelesen und die Kurzform geht ungefähr so. In Samarien gab es einen Zauberer namens Simon. Der konnte die Massen total in seinen Bann ziehen und hatte dadurch auch eine Menge Einfluss. Als es die Apostel in die Stadt kam, um von Jesus zu predigen, liefen die Menschen ihm nicht mehr hinterher. Sie ließen sich taufen. Und so hat er sich kurzerhand dem neuen Trend angeschlossen und wollte auch den Heiligen Geist spenden können. Dafür hatte den Aposteln sogar Geld angeboten, was sie natürlich ablehnten. Seine innere Haltung hat nicht gepasst und die Gabe kann man nun mal nicht einfach so mit Geld kaufen. Es ist einfach, Simon hier als den Bösen abzuschreiben. Aber wie sah seine Sicht der Dinge aus? Erst steht er im Mittelpunkt, wird verehrt und kontrolliert die ganzen Massen und auf einmal alles weg. Wie gehen wir mit Kontrollverlust um? Das ist nämlich eine echt beängstigende Situation, einfach völlig hilflos zu sein. Na klar, beten und sich in Gottes Arme zurücklehnen, was auch sonst. Mir fällt das oftmals ziemlich schwer. In solchen Situationen hilft es mir eher, etwas Abstand zu nehmen. Und dazu muss ich mich dann auch wirklich zwingen, aber dann hilft es nun mal auch. Und in Ruhe zu schauen, was steht denn wirklich auf dem Spiel und was kann ich vielleicht sogar gewinnen? Simon hat den Glauben gewonnen. Was gewinnst du? In dieser Bibelstelle wird deutlich, das Apostelamt ist nichts, das man kaufen kann. Gott allein sorgt dafür, dass nur die dieses Amt erhalten, die er auserwählt hat. So wie jeder von uns einen Teil von Gottes Plan ist, gibt es halt auch eben die, die Apostel werden sollen. Ich hatte mir nie groß Gedanken darüber gemacht, aber jetzt gerade bin ich so froh über diese Gewissheit. Warum? Vom Gemeindeleben bis hin zum Kreis der Apostel. Überall, wo Menschen zusammen sind, gibt es auch Konflikte. Stell dir zum Beispiel mal ein Szenario vor, in dem dich eine Aussage eines Apostels mit Unverständnis und vielleicht sogar Wut zurücklässt. Deswegen muss man aber nicht gleich seine Legitimation anzweifeln, denn die hat allein Gott ihm gegeben. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass Gott manche Dinge vielleicht zulassen muss, um den Heiligen Geist in dir wieder neu zu entfachen? Gott hat uns den Heiligen Geist zwar geschenkt, aber durch den freien Willen liegt es an uns, dass wir ihm Raum geben. Wenn also unschöne Dinge passieren, können die sich rückblickend auch als Feuerholz herausstellen, das wir dringend nötig hatten. Wenn wir zum Beispiel wütend sind, bekommen wir vielleicht endlich den Mut aufzustehen und nicht nur passiv in der Bank zu sitzen. Dann setzen wir uns möglicherweise noch aktiver mit unserem Glauben auseinander und suchen das Gespräch mit anderen, gestalten mit. Und wenn das Feuer in uns dann wieder richtig brennt, dann kann der Heilige Geist uns dabei helfen, die Konflikte zu lösen. Es heißt nicht umsonst, man wächst mit seinen Aufgaben. Manchmal führen Konflikte nämlich sogar dazu, dass unser Glauben wachsen kann und unsere Gemeinschaft noch stärker und noch schöner wird. Also lasst uns nicht wegrennen, wenn Probleme aufkommen, sondern gemeinsam in Nächstenliebe daran arbeiten. Als ich von dem Thema der Heilige Geist hörte, wurde ich nachdenklich. Klar, kenne und fühle ich ihn, aber umso schwieriger ist es doch, diese Macht in Worten auszudrücken. Also schnappte ich mir meinen Katechismus und las, wie sich der Heilige Geist so zeigt. Der Heilige Geist ist ein Tröster, der immer für dich da ist, auch wenn du ihn nicht siehst. Er wird dich leiten, damit du erkennst, was richtig und wichtig für dich ist. Und er ist ein Ausdruck von unserem immer gegenwärtigen Gott. Im Pop-Oratorium auf dem IOT wurde der Heilige Geist außerdem als Feuer besungen. Kein Feuer, das verletzt und verbrennt, sondern ein Feuer, das dich warm hält, das in dir Energie freisetzt, damit du Gott loben und das Evangelium verkünden kannst. Und dieses Feuer erleuchtet den Weg um dir herum, damit du in deinem Leben, irdisch sowie ewig, vorankommst. Aber als ich mich zum Heiligen Geist im Katechismus belesen habe, fiel mir ein Wort besonders ins Auge: Neuschöpfer. Der Heilige Geist soll dir helfen, in dir etwas Neues, Vollkommenes wachsen zu lassen, damit du und ich dabei sind, wenn der Herr kommt. Amen.
Synonyme für das Wort Gabe sind Fähigkeit, Talent, aber auch Geschenk. Geschenke kauft man sich in der Regel nicht selbst, sondern bekommt sie von jemand anderem, meist um Freude auszulösen. Manche Geschenke geraten in Vergessenheit, weil sie unseren Geschmack nicht getroffen oder wir keine Verwendung für sie haben. Manchmal steht mein Geschenk des Heiligen Geistes nutzlos in der Ecke, weil ich keine Zeit oder Lust habe, mich mit meinem Glaubensziel und religiösen Überlegungen zu beschäftigen, oder ich schlicht in manchen Situationen in meinem Leben einfach keine Vorteile davon habe, freundlich oder sanftmütig zu sein. Manchmal wünschte ich, ich wäre ein bisschen wie Simon der Zauberer. Nein, nicht weil er machtgierig war und vielleicht eine Profilierungsneurose hatte, sondern weil er, wenn auch aus den falschen Beweggründen heraus, erkannt hatte, wie wertvoll dieses Geschenk ist, dass er sogar dafür bezahlen wollte. Und dann stolpere ich durch Zufall wieder über diesen verlegten Heiligen Geist und bin meinem himmlischen Vater unendlich dankbar, dass er mir dieses unbezahlbare Geschenk gemacht hat. Thank you.